Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Heute Morgen habe ich einen Hilferuf bekommen und den müssen wir natürlich mal schnell lösen. Und zwar geht es um die Frage, wie kann man aus dem Volumen von einem Würfel, in diesem Fall hier 125 Kubikzentimeter, eine Kantenlänge errechnen. Und wir erinnern uns dran, beim Würfel sind alle Kantenlängen gleich lang. Und damit wir wissen, was wir tun müssen, müssen wir als erstes die Formel verstehen. Und die Formel vom Volumen, das war V gleich A mal A mal A. Ne? Breite, Länge, Höhe kennen wir. Das heißt also, wenn das hier 125 ist, dann müssen wir eine Zahl finden, die dreimal mit sich selbst multipliziert 125 ergibt. Das heißt, wir könnten auch sagen, V ist gleich A hoch 3. So. Und jetzt zaubern wir, und zwar nehmen wir einfach an, dass die dritte Wurzel aus a hoch 3 gleich a ist. Und dann könnten wir eben auch sagen, dass die dritte Wurzel aus dem Volumen a ist. Und das ist alles. Das hier ist die Formel, die wir brauchen. Das heißt also, Taschenrechner raus. 125 und jetzt Achtung, in meinem Fall die dritte Wurzel, seht ihr es? Und jetzt 125, ich trage nur das Volumen ein und drücke gleich. Und dann ist meine Kantenlänge 5 cm. Und schon bin ich fertig. So einfach ist das. Also einfach mit der dritten Wurzel. So könnt ihr aus dem Volumen die Kantenlänge errechnen. Und jetzt noch ein paar Zahlen, die ihr einfach mal gesehen haben solltet. Hier seht ihr jetzt die typischen Aufgaben, die bei solchen Aufgabentypen in Mathearbeiten drankommen. Und da sind wir Mathelehrer eigentlich alle gleich. Also fangen wir an. Das Volumen von einem beliebigen Würfel beträgt 27 Kubikzentimeter. Bestimme die Kantenlänge. So, total einfach. Wir stellen den Taschenrechner auf dritte Wurzel, bei mir also Shift und dann dritte Wurzel und dann 27. Gleich drücken, Kantenlänge 3 cm. Okay, weiter geht's. Dieses Mal das Volumen 64 Kubikzentimeter, also wieder auf dritte Wurzel, 64 gleich 4 cm. So, 125 Kubikzentimeter, Kantenlänge eines Würfels hatten wir gerade eben, 5 cm. Und jetzt ahnt ihr, wie es weitergeht. Trotzdem geben wir das Ganze mal ein. Also, dritte Wurzel 216 ergibt die Kantenlänge 6 cm. Als nächstes dritte Wurzel aus 343 sind dann 7 cm. Und 512, ihr ahnt es schon, Kantenlänge 8 cm. So einfach ist das. Also, es lohnt sich, diese Zahlen hier mal zu merken, weil das wirklich die Zahlen sind, die am allerhäufigsten in der typischen Mathearbeit zu diesem Thema drankommt. So, jetzt habt ihr gesehen, wie man aus dem Volumen von einem Würfel die Kantenlänge berechnet. Und das machen wir mit der dritten Wurzel. Okay, das war's. So, meine lieben Leute, das Video ist zu Ende und ich hoffe, ihr habt was gelernt. Das wäre nämlich ziemlich gut, weil das war der Plan von diesem Video. Und wenn ihr was gelernt habt, dann würde ich mich natürlich wahnsinnig darüber freuen, wenn ihr mir so ein Däumchen da lässt. Ne? Ich darf jetzt... Ach, lassen wir das. Auf jeden Fall würde ich mich darüber freuen und wenn ihr mehr Hilfe braucht, dann seid ihr natürlich auch herzlich eingeladen, meinen Kanal zu abonnieren. Und am allermeisten würde ich mich freuen, wenn ihr Teil des Team Schmitz werdet. Das heißt, wenn ihr euch hier wirklich aktiv mit mir und den Videos und all den anderen Kommentatoren auseinandersetzt. So, also, danke fürs Zuschauen. Ich bin raus. Okay, das war's.